Link is overpowered. Ah, jetzt, oh Gott. Hier ist jetzt ein Raum. Ich glaube, hier war ich schon. Und hier ist auch dieser komische Drache unten im Wasser. Mhm. Und hier, ach so, ist auch, Moment. Hier soll auch die Truhe sein. Ja, wollte sagen, der Drache im Wasser, ja. Ich habe das immer so gemacht, ich habe mich mit den Eisenstiefeln auf seinen Hals gestellt, hab, wie ging das doch, der hat den Kristall im Mund, ja. Ich kann den von der Seite abschießen, glaube ich. Warte mal, wie habe ich denn das gemacht? Ja. Ach so, ja, du musst halt unten irgendwo versuchen dran zu schießen. Dann am besten mit den ganz schnell zu seinem Hals schwimmen, mit diesen blöden Schuhen drauf landen und dann auf diese, ja, auf die Enterhakenstelle zielen. Da müsstest du das eigentlich hinkriegen. Eigentlich. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich geahnt, dass das ausgerechnet das Vieh ist. Das war mir so klar. Ich war hier schon mal, aber ich weiß nicht mehr, warum ich es nicht geschafft habe. Komischerweise, weil irgendwie, du kommst, glaube ich, dreimal an so einer Stelle vorbei. Eigentlich müsstest du den haben. Das ist mitunter der einfachste Schlüssel. So ganz in der Nähe fehlt mir einer, garantiert. Ist doch immer so. Ich bin jetzt durchgekommen, ganz normal. Jetzt schwimme ich gerade nach oben. Hier ist noch ein Schalter mit einer Truhe. Aber den habe ich schon anscheinend. Mhm. Aber ganz in der Nähe soll noch einer sein. Direkt hier anschließend. Irgendwie oben. Okay. Was heißt oben? Eine Etage höher oder einen Raum weiter? Also jetzt... Warte mal, eine Frage. Bist du zweimal in den Raum mit dem... nicht in den Raum, sondern du bist ja normalerweise in diesem Flur, ne? Also da, wo du durch zigtausend Türen kannst. Also im Hauptraum, wenn du in den Wassertempel gleich reinkommst. Ja. Ich habe ja gesagt, da gibt es eine Stelle, wo du dich mit dem Enterhaken... Also erst musst du ein Auge abschießen und dann mit dem Enterhaken durch, ne? Yep. Ja, und dann hast du das zweimal gemacht oder nur einmal? Nur einmal? Ja, du musst es aber zweimal machen, glaube ich, weil du ja einmal erst diesen Stein gerade verschiebst. Da musst du nochmal hin und dann nochmal durch, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber probier es einfach mal notfalls. Nochmal zum Auge hin? Ja, das Ding ist, du kommst automatisch irgendwann eine Etage höher, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das... Ich meine, wo hast du den denn... Wir gehen jetzt einfach mal alle durch, die mir gerade so einfallen. Wenn du nämlich da nicht hast, da gibt es keinen Raum danach. Und wenn, dann ist das der Raum, der Raum, der danach kommt, das ist der, in dem du vorhin warst, mit den ganzen Strudeln, diese Arachnos. Wenn du abhaust aus diesem Raum, dann kommst du wieder in diesen blöden Strudelraum mit diesem Drachenkopf. Also ich habe einen Raum hier noch gar nicht entdeckt. Der ist in F1 und F2 und der sieht ganz genau gleich aus. Und der ist so ein bisschen, sieht aus wie eine Schlange quasi. Ist etwas sehr größer. Okay. Und am Ende dieses Raums soll eine Truhe sein. Hm. Wenn du es hier angucken solltest, denkst du bestimmt die ganze Zeit, oh mein Gott, ey. Ach, es gibt, das Ding ist, ich habe im Waldtempel oder im Waldtempel gibt es immer einen Schlüssel, den ich grundsätzlich übersehe. Ich weiß nicht warum, aber immer einen Schlüssel. Und vom Feuertempel will ich gar nicht mehr sprechen. Ich habe das so lange nicht gespielt, den könnte ich gar nicht mehr. Ach, Wassertempel ist genauso, was würde man sagen. Irgendwas anderes wäre beim ersten Mal unschaffbar. Das ist einfach brutal schwer beim ersten Mal. Oder wenn man es eben nicht regelmäßig macht, so wie Kimiko, die so stark gesucht hat. Der Wassertempel, der erfordert wirklich eine Menge räumliches Denken, weil du einfach drei verschiedene Etagen hast mit, warte mal, drei oder vier Türen, durch die du durch kannst. Sagen wir mal drei auf jeder. Das ist schon heftig. Ne? Und dann mit Anschlussräumen und Schieberätseln und hast nicht gesehen. Das ist schon ganz schön krass. Also da hängt es auch ganz schön lang.
Wenn ich dich, also ich kann dir nur empfehlen, guck dir am besten mal ein LP oder so schnell an. Ich mach mal eben einen Cut.